Hallo, heute reden wir über die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung in dem Fach NTG aus dem Jahre 2017-1, also dem Frühjahr. Und dann hoffe ich, dass sich die verwirrenden Angaben ein kleines bisschen aufklären können. Zunächst stelle ich mir vor, dass der LKW mit M gleich 1400 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von V1 gleich 90 Kilometer pro Stunde abgebremst wird. Weiter wird erklärt, dass sich die Bremsenergie jetzt beim Bremsen, wie man hier auch schon erkennen kann, mehr auf die Vorderräder verlagern wird als auf die Hinterräder, weil durch die Verzögerung sozusagen. Und wenn ich also von oben auf das Auto drauf schaue, dann sehe ich zunächst mal vier Reifenabdrücke mit dem entsprechenden Profil. Und da möchte ich mir jetzt so ein bisschen überlegen, wie sich die Energieanteile, die in der Aufgabenstellung ja gestellt sind, tatsächlich verteilen. Vorderreifen werden ein bisschen mehr abgeplattet, weil da ja die Hauptlast drauf ist, von mir aus. Und nun beschreibt er in der Aufgabenstellung,